Ui. 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 Ei, 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 da knistert's aber gewaltig. Ihrer Gefahr bewusst, dass sie ihren gesamten Job verlieren kann, aber nein, es juckt nicht. Juckt nicht. Weiter geht's, Techtelmechtel mit Kai. Freunde, das ist Hugo, die Benachrichtigungsglocke, und Hugo will jetzt, dass ihr alle die Glocke aktiviert, denn ich weiß, ihr liebt ja im Moment die Hilf-mir-Videos, die Daumen-Videos, Freunde, damit ihr immer benachrichtigt werdet. Ein kurzer Klick auf die Glocke, wie gesagt, das ist für euch ein ganz kurzer Klick, und dann werdet ihr benachrichtigt, weil da sind doch einige auf jeden Fall am Start, die das noch nicht getan haben. Ja, ja. Menschlich gesehen ziemlich abstoßend. Okay, heute mit der heutigen Folge Hilf-mir. Genau, heute mit der heutigen, also wie doppelt gemoppelt möchte ich noch sprechen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hilf mir, auf Klassenfahrt erwischt. Schüler liebt seine Lehrerin. Okay. Aha. Ja, 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 ja. Wir hier den Schüler sehen mit seiner Lehrerin. Techtelmechtel auf Klassenfahrt. Ei, ja, 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 ja. Wir werden sehen. Let's go. In Berlin am Kurfürstendamm. Okay, hier haben wir eine nette Bude. Sieht super nett aus. Okay, das ist so eine Jugendherberge mäßig. Ja, so kleine Hütten. Oh, was machst du hier? Ja? Okay, ich vermute, das ist die Lehrerin und das ist der Schüler. Bist du nochmal ganz schnell auf Toilette? Was hast du da hinter deinem Rücken versteckt? Ich hab da gar nichts. Hey, verkauf mich nicht für blöd. Was hast du da hinter deinem Rücken versteckt? Ich hab ein bisschen Durst. Sag mal, geht's noch? Okay, es gibt einen Einlauf. Ja, der Timmy, ich weiß nicht, wie er heißt, Timmy, wird einer Bierflasche hinterm Rücken erwischt. Aber hat auch sehr unauffällig gemacht, ja? Also wirklich so vor einer Lehrerin zu stehen. Ja, wer könnte da auf die Frage kommen, ja, was er da hinterm Rücken versteckt hält? Weißt, dass Alkohol verboten ist? Wir sind hier auf Klassenfahrt. Ja, Alkoholverbot, das war auf meiner Klassenfahrt damals auch so. Ja, ich bin damals nach Hause geschickt. Wir sind damals, ich glaube, das war 9. oder 10. Klasse. Und ich war in Norwegen. Und dann sind wir da so Langlaufski gefahren. Und dann haben wir, glaube ich, am zweiten Abend oder so, da habe ich wirklich so viel Alkohol getrunken. Also Real Talk, so viel. Wirklich so viel. Das war so, da war ich noch ganz, ganz jung, ja. Also das waren meine ersten Schlucke Alkohol so. Und da habe ich voll Angst gehabt. Und ich habe so viel getrunken. Ich bin nach Hause geschickt worden. Danke nochmal an meinen Lehrerin für diese Aktion damals. Es war völlig unverhältnismäßig. Aber es ist auch egal. Es gab mal Alkoholverbot so. Wir haben uns nicht daran gehalten. Aber meiner Meinung nach hätte man da so ein Auge zu drücken. Aber es ist egal, Freunde. Haltet euch einfach an die Regeln. Es sei denn, ihr habt chillige Lehrer, wie auch immer. Was laber ich hier schon die ganze Zeit? Auf jeden Fall, Timmy hat das Alkoholverbot gebrochen. Auch wenn du 18 bist, kein Alkohol für niemanden. Oh, Timmy schon 18? Der muss das ja 12. oder 13. Jahrgang sein, ne? Und jetzt gib mir die Flasche. Jetzt seien Sie doch nicht so streng, Frau Schubert. Das ist doch nur ein kleines Bier. Kai. Ist doch nur, also, wie dumm kann der denn noch sein? Also, wenn du im Zimmer erwischt wirst, okay, das kann passieren. Aber der Typ hält das so hinterm Rücken. Timmy, Junge, ich hätte dir schon vorher sagen können, dass du dann erwischt wirst. Mr. Obvious ist hier. Die Regeln gelten für alle, auch für dich. Mhm. Gib mir die Flasche und ab auf dein Zimmer. Ja. Und wenn ich dich nochmal mit Alkohol erwische, dann gibt's einen Verweis. Hast du das verstanden? Ja. Okay. Also, kümmern, Verweis hätten wir auch bekommen können. Oder, keine Ahnung, ein paar, wir hätten dem Hausmeister danach helfen können. Aber so nach Hause auf eigene Kosten geschickt zu werden. Aus Norwegen. Junge, wenn ich darüber nachdenke, ja, das war echt eine wilde Zeit. Ich bin echt, oh, ich habe so geweint, Freunde, als ich meine Eltern anrufen musste. Ich habe so geweint, ja. Ich so, Mama, Papa, ich muss nach Hause. Meine Eltern waren gar nicht sauer, weil die es selber nicht, also weil die es selber voll übertrieben fanden. Also, die waren nicht sauer auf mich, ja. Oh. Was? Das ging mir jetzt zu schnell. Das ging mir jetzt zu schnell. Warum machen die jetzt miteinander rum? Ich meine, das ist eine Lehrerin und er ist der Schüler. Ich meine, von einem Alkoholverbot, also ich habe diese Spannung zwischen den beiden gar nicht erlebt. Der drückt jetzt einfach gegen die Wand und macht mit herum. Und die Lehrerin macht mit. Oh, süß. Die kann dadurch ihren Job verlieren. Warum? Was? Sag mal, spinnst du? Erstmal eine Minute rumlecken und dann wegschubsen und dann sagen, er spinnst du. Aber erstmal rummachen eine Minute. Also ich fasse es ja gar nicht. Also ich meine, was soll das? Oh ja, aber der kann es jetzt seinen ganzen Kollegen erzählen, ja. Sowas ähnliches hatten wir schon mal bei Hilf mir. Das war ja auch eine Folge, dass irgendwie bei einer Nachhilfe oder so. Er hat die Lehrerin ihm Nachhilfe gegeben und dann hatten die was. Und er hat damit bei seiner ganzen Schule geprollt und so weiter, ja. Ui. Ui, ui, ei, 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 da knistert's aber gewaltig, meine Damen und Herren, da knistert es gewaltig. Ich meine, die schubst ihn weg, gibt ihm eine Backpfeife und macht trotzdem weiter mit dem rum. Die will's ja aber besonders krass jetzt gerade. Ei, ui, ah, oh, ja, es gibt nichts Unangenehmeres, ein fremder Mensch beim Küssen zuzugucken, aber ist egal. Für die war es jetzt ein sehr intimer Moment. Ui.
Ui, da wird das Alkoholverbot aber ganz schnell in den Schatten gerückt. Plötzlich gar keine Relevanz mehr. Ja? Jetzt geht's nur darum, dass Tim und seine Lehrerin, ich weiß nicht mal, ob die... Ui, die ist ihren Job sowas von los. Die ist ihren Job so dreimal los. Das können wir uns gar nicht vorstellen. So ist ihren Job los. Eieiei. Von ihrem eigenen Verhalten. Aber immerhin in der Abstellkammer, Freunde. Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Immerhin in der Abstellkammer. Immerhin haben sie es nicht auf dem Flur gemacht. Da hätten sie erwischt werden können. So, was sagt Ruth Marquardt jetzt dazu? Halten. Doch anstatt davon zu rennen, sollte sie lieber das Gespräch mit Kai suchen. Sie Kai! Achso, okay, Kai. Nicht Timmy, Kai. Ah, wir nennen ihn jetzt Kai, weil er auch Kai heißt, ne? Ist ja logisch. Ja! Corinna ist geschockt von ihrem eigenen Verhalten. Doch anstatt davon zu rennen, sollte sie lieber das Gespräch mit Kai suchen. Mhm. Sie ist hier die Erwachsene und sollte sich auch danach verhalten. Sie ist geschockt von ihrem Verhalten, aber irgendwo wollte sie es ja auch. Oh, vielleicht gibt es auch Wiederholungsbedarf. Ja, Corinna kann jetzt zwei Wege einschlagen. Ja, Wiederholungsbedarf oder mit Kai das Gespräch suchen und denken, so, ah, war nicht gut, darf nicht nochmal passieren. Ja, Job kann flöten gehen. Okay, was? Okay. Das ist ja aber... Das ist so eine traurige Klassenfahrt, ja, es ist... Hi, kommst du? Ey, die ist eifersüchtig, was? Nein! Nein, das kannst du mir jetzt nicht erzählen! Die ist jetzt nicht eifersüchtig, weil der gute Kai mit einer anderen Schülerin da jetzt so im Arm steht. Die übrigens sehr wild rosa mit schwarz kombiniert hat, ja? Wow! Guck mal bitte, was will sie denn jetzt? Der hat mich gestern mit einem Bier erwischt. Oh, wirklich? Ja. Na, dann zieh dich warm an. Mit Alkohol ist bei ihr nicht zu spaßen. Ja, dann zieh dich warm an. Ey, was ist das aber für eine traurige Klassenfahrt, ja? So zwei Schülerinnen, Kai und die Lehrerin. Also, die hätten ja noch ein paar Statisten mit dazu nehmen können, ja? Glaube ich auch. Viel Glück. Mädels, und ihr könnt euch schon mal fertig machen. Der Bus fährt in einer halben Stunde. Mhm. Und zieht euch richtige Schuhe an. Uiuiui. Okay, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Sie sucht das Gespräch oder sie suchen erneut die Abstellkammer auf. Die ganze Nacht an dich gedacht und überlegt, wie ich dich am besten wiedersehen kann. Uiuiui, jetzt haut Kai hier noch so ein paar Floskeln raus. Auf romantisch angelehnt und so weiter. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Aber du hattest ja die perfekte Lösung. Stopp, Kai. Deswegen bin ich nicht hier. Stopp. Ich muss mit dir reden. Komm, wir gehen ein Stück. Okay, alles klar. Kai, das gestern war ein großer Fehler. Ich bin deine Lehrerin. Das hätte nie passieren dürfen. Richtig. Das war doch wunderschön. Es war doch wunderschön, ja. Aber ich habe einen Job. Ich bin deine Lehrerin. Geht nicht. Niente. Kein Aber. Es war eine einmalige Sache. Es war auch meine Schuld. Ich hätte mich gar nicht darauf einlassen dürfen. Du musst mir versprechen, das darf nie wieder passieren. Klar. Und du darfst niemals mit jemandem darüber reden. Sonst ist meine Karriere am Ende und ich finde keinen Job mehr. Da wird man eiskalt suspendiert, ja? Sprich es mir, Kai. Klar, ich verspreche es, ich habe mit niemandem drüber geredet und ich werde auch niemals mit jemandem drüber reden. Okay, dann ist das ja geklärt. Mach dich jetzt fertig für den Ausflug. Aber warte mal, Corinna. Was ist denn noch? Wir haben doch alles geklärt. Ui. Hat es dir gestern nicht gefallen oder warum? Ui. Ich glaube, Timmy, a.k.a. Kai, will da eine kleine Wiederholung, ja? Also nur eine grobe Vermutung. Warum bist du jetzt so, gestern war einfach so leidenschaftlich und so hot. Mhm. Und jetzt so? Komm, ich habe noch nie so für eine Frau empfunden. Das geht nicht, Kai. Oh, der ist schon verliebt. Ich habe noch nie so für eine Frau empfunden. Ich meine, das ist eine Lehrerin. Die soll den benoten. Die gibt dem Noten am Ende des Tages auf dem Zeugnisblatt, ja? Es tut mir leid, wenn ich dir falsche Hoffnung gemacht habe, aber es geht einfach nicht. Aber es war doch gut, oder? Wir passen außerdem mega gut zusammen und ich stehe schon länger auf dich. Für mich war das mehr als ein One-Night-Stand. Ui, für ihn, der hat Schmetterlinge im Bauch, der Kai. Aber man sieht das jetzt auch an ihrem Blick. Sie denkt jetzt, oh, er ist schon süß, denkt sie sich jetzt. Also wenn sie jetzt darauf reinfällt, ey, Mädel, glaubt man... Hör auf. Ich mein's vollkommen ernst. Ich stehe nur auf dich, ich will dich. Ich stehe dich auf dich, ja. Es geht aber nicht. Es geht einfach nicht. Kai geht voll rein. Kai geht komplett rein. Kai. Ui, der dreht sich schon um. Ey, ob die Luft rein ist. Komm jetzt. Corinna, ich hab doch mal eine Idee. Oh, Corinna. Was machen wir denn? Kai. Halt doch auf. Nein, doch jetzt nicht im Busch auf Klassenfahrt. Hinter der Jugendherberge. Was sagt Ruth Marquardt dazu? Corinna und Kai müssen dringend zu einer professionellen Schüler-Lehrer-Ebene zurückfinden. Alles andere... Ach, nein. Ruth.
Die müssen zu einer professionellen Schüler-Lehrerin-Ebene zurückfinden. Nein! Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die sollen jetzt genauso weitermachen, weil hat ja Spaß gemacht. Natürlich! Sie kann ihren Job verlieren. Aber natürlich müssen die zu einer professionellen Ebene. Eigentlich soll auch eine Lehrerin nichts mit einem Schüler haben. Ein Klassenkamerad von mir hat sogar meiner ersten Klasse auch unserer Lehrerin einen Liebesbrief geschrieben und hat sie ihm auch geantwortet, ganz lieb, so, ja, ich glaube, ich bin etwas zu alt. Ja, aber das war so erste Klasse, so, ne, dieses Verliebtsein. Andere wird definitiv in einer Katastrophe enden. Kai, hör auf, es geht nicht. Wir dürfen das nicht, ich mein's ernst. Corinna meint's ernst. Aber trotzdem ist sie wieder mitgegangen. Corinna, dann hau dem einfach auf die Patsche und sag, nein, ich komm jetzt nicht mit. Aber du bist schon wieder mitgegangen. Ich höre das wirklich hören. Wenn ihr da in diesem Zelt da jetzt erwischt werdet, dann ist das schon vorbei. Dann kann sich jeder denken, was ihr da gemacht habt. Dann lassen wir das halt. Aber du weißt doch, ich werde es niemandem erzählen. Ich verspreche es dir. Ui. Man achte auf ihre verliebten Augen, ja. Und er so, dann lassen wir es halt. In dem Moment war bei ihr so, nein, aber ich will's ja noch. Niemand davon irgendwas erfahren. Niemand wird davon erfahren. Na gut. Jetzt sagt sie, pass auf, sie sagt, na gut. Nee, okay, doch nicht. Okay, ich hätte jetzt gedacht, so typisch hilft mir sie so, na gut, denn. Komm, dann jetzt Techtelmechtel, okay? Corinna! Wo ist die denn? Oh nein, jetzt werden die erwischt. Luft aufgelöst haben. Oh, jetzt passiert irgendwas, jetzt werden die erwischt oder so. Oder sie kommt aus dem Gebüsch mit ihm. Der geht auch in 20 Minuten. Die muss da irgendwo stecken. Corinna! Corinna ist so hart. Corinna? Oh nein. Oh nein, man hört nur so, du bist so hart. Oh nein, wer ist das? Ist das jetzt eine andere Lehrerin? Oder ist das ist ja keine Schülerin, ne? Das ist ja... Oh nein. Oh mein Gott. Oh nein, die machen Techtelmechtel im Zelt. Oh nein, hinter so einer Jugendherberge in so einem Abstellzelt. Hast du den Verstand verloren? Was meinst du denn? Hä? Mensch, tu doch nicht so scheiße. Ich hab euch gesehen. Er ist dein Schüler. Ja, das ist verboten. Das ist das Allerletzte. Du schiebst mit dem eine Nummer im Zelt? Oh, und Corinna hat natürlich nachgegeben. Dings, ey, Kai, ne? Und Corinna, ne? Ihr beiden Turteltäubchen, ne? Also das in einem Zelt hätte man besser machen können. Ja, da war eine Abstellkammer besser. Die kann man zumindest abschließen, ja? Freunde, ne? Das ist verboten. Was ist da bloß in dich gefahren? Ich weiß auch nicht. Corinna, aber nicht böse gemeint, aber wie dämlich bist du eigentlich? Du sagst dreimal, das geht nicht und immer wieder lässt du nach. Denn zieh doch mal, sei doch einfach mal konsequent. Das K in Corinna steht für konsequent. Also Corinna mit C geschrieben, ne? Ja! Tut mir so leid, bitte. Jetzt weiß ich auch, was letzte Nacht mit dir los war. Ja. Ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Ich weiß, dass es falsch war und ich hab's trotzdem gemacht. Ja. So, also aufgelaufen. Also, wenn das jetzt eine gute Freundin ist, dann verpetzt sie dich nicht. Ich will auch eben gerade wirklich nur mit ihm reden. Ach, reden? Na, das hat ja super geklappt mit dem Reden. Bitte, du darfst niemandem was sagen. Ich verliere sonst meinen Job. Ja, okay, ich werde vorerst niemandem was sagen, aber du musst... Vorerst. Aber so in ein paar Tagen, in ein paar Wochen, da werde ich schon sagen. Aber vorerst nicht. Kai reden und du musst die Sache klären. Das darf einfach nicht mehr vorkommen. Ja. Sonst muss ich wirklich zum Direktor gehen und ihm das melden. Freundschaft ist dann egal, ja? Freundschaft ist dann egal. Dann verpetze ich dich einfach. Nein, also das ist... Aber also das stimmt. Okay, also, nee, hat sie schon recht. Also sie sagt jetzt so, hör auf damit, ja? Ansonsten wird es dann irgendwann Konsequenzen geben, so. Das ist ein guter Rat, weil sie muss damit aufhören. Corinna, das geht nicht. Nicht noch als Mitwisser in so eine Sache reingezogen werden. Und stell dir mal vor, wenn Kai das rumerzählt, was dann passiert? Richtig. Und das kennen wir schon aus einer Folge mit der Nachhilfelehrerin, ja? Das kennen wir schon, dieses direkt rumerzählen und so. Also. Nein, ich schwöre, es war das letzte Mal und ich werde mit Kai alles... Okay, wir wiederholen. Ich schwöre, es war das letzte Mal. Schauen wir mal, ob es das letzte Mal ist. Ich denke... Nein. Okay, ich vertraue dir, aber es darf wirklich nie wieder vorkommen. Ich schwöre, das war das letzte Mal. Okay, na, nochmal davon gekommen. Aber es macht dich erstmal frisch, du siehst wirklich furchtbar aus. Ey, die ist so super cool direkt, ja, was? Ey, so eine verständnisvolle Freundin musst du erstmal haben, ja? Corinna sollte sich den Rat ihrer besten Freundin zu Herzen nehmen und diese Geschichte freiwillig beenden, bevor es bei der Schulleitung aufliegt. Danke für diesen unglaublichen Tipp. Das hat er nicht gerade ehrlich gesagt, dass sie das durchzieht, also dass sie das jetzt wirklich beenden sollte, ne? Danke, ey, diese Berater, ne? Danke für eure wertvollen Tipps. Was würden wir bloß ohne euch machen?
Freunde, machen kurz die Grüße, bevor es weitergeht. Grüße aus Animagangs an das Kanalmitglied Silvan Zuta, an Darby und an Rahel Gottwald. Wenn du im nächsten Video auch Grüße werden willst, schreib einfach einen Kommentar. Und mit etwas Glück bist du auch dabei. Okay, weiter geht's. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass sie sehr schnell ihren Job los wird. Ah, nein! Wie könnt ihr ihren Job dadurch loswerden? Boah, diese Hinweise von diesen Beratern, ey, ich kacke auf die komplett ab. Also sowas Offensichtliches habe ich ja noch nie gehört. Ja. Okay, weiter geht's. So, ein paar Schnittbilder aus der Stadt. Okay. Bahnhof Friedrichstraße. Okay, weiter geht's. Herzschmerz. Überhebt uns alles dabei. Herzschmerz, Trauer, Freude, Wut. Uiuiui. Ich habe so eine Sehnsucht nach dir. Eine Sehnsucht? Ich habe SMS bekommen. Ich habe dir mindestens 10-mal geschrieben. Ich habe sie doch erklärt. Lass ihm schon Oh, der hat sogar schon ihre Nummer. Oh, eine starke Sache. Der Bray ist sogar schon mit Nummer und so weiter. War ein Ausrutscher und wird auch nie wieder vorkommen. Aber ich hab's ernst gemeint. Ich will eine Beziehung mit dir. Ich liebe dich. Digga, Kai, du bist ihr Schüler. Da ist eine Beziehung nicht angebracht. Beziehungsweise auch nicht so. Wie ist das mit Ex-Schülern? Aber mit Ex-Schülern, also wenn er die Schule dann verlässt. Gibt's da ein Regelwerk? Dürfte sie dann mit ihm zusammen sein, wenn er die Schule verlässt? Das geht nicht. Es war ein Fehler. Ich habe eine Grenze überschritten. Ich bin deine Lehrerin und möchte es auch bleiben. Nein, das war kein Ausrutscher, das war's. Oh mein Gott, aber die lässt dich aber auch belabern. Jetzt sag einfach zu ihm nein, fertig. Mach das mal deutlich, geh weg jetzt oder so. Also wenn man so mit jemandem redet, ich hab's ja natürlich gesagt, innerlich will sie es doch noch. Innerlich ist sie doch auch verliebt. Ganz Besonderes. Das habe ich gespürt und wenn du ehrlich bist, du hast es selber gespürt. Was immer du dir da einredest, da ist nichts. Hör auf, dich da reinzusteigern. Wie oft soll ich dir noch erklären, dass es ein Fehler war? Wie unauffällig die auch die ganze Zeit gucken, ne? So, ganz unauffällig. Also Leute, direkt vom Schulgebäude, mit dicken Fenstern. Ihr seid dämlich hoch 10, sorry. Ich dich nicht gehen lassen, ich werde um dich kämpfen. Such dir ein Mädchen in deinem Alter, Pia zum Beispiel. Uiuiui, die beste Freundin ist da im Hintergrund jetzt. Ganz unauffällig eingeschlichen sieht man gar nicht. Hat er überhaupt nicht in sein Blickfeld. Ja, die ist da von links gerade vom offenen Parkplatz über die Straße da gekommen. Kann er nicht sehen. Gut, gehen wir jetzt mal davon aus, die wurde nicht gesehen. Die versteckt sich jetzt echt im Busch und beobachtet die, ja? Das war einfach nur ein blöder Fehler. Und es ist aus, ein für alle Mal. Okay. Dann haben wir alles geklärt. Jetzt geh zurück in deine Klasse. Hierzu müsst ihr diesen Punkt ordentlich... Ah, okay, ist doch alles gut gegangen. Hat die Freundin auch gesehen, ist alles super. So, aber es geht noch weiter, Freunde. Ausarbeiten. Am besten ihr geht dazu nochmal in die Bibliothek, sucht euch ein paar Quellen raus oder ihr recherchiert im Internet. Okay, und wie lange soll das Referat gehen? Circa 20 Minuten. 10 Minuten spricht jede von euch. Im Ernst? So lange? Ach, das schafft ihr schon. Ja. Okay, bitteschön. Danke. Und wenn noch was sein sollte, fragt ihr mich einfach. Ja. Okay, danke. Ja, danke. Wir gehen zum Hause. Ja, viel Erfolg beim Referat. Viel Erfolg. Tschüss. Viel Spaß. Ciao, ciao, ciao. Viel Spaß. Oi, da kam der Arm. Da war Kai schon wieder. Also diese Schule besitzt, also das sind nur 3 Schüler gefühlt, ja? Und die Lehrerin und die Freundin. Was soll das? Ich würde mit dir alleine sein. Ui. Hey, ich habe gedacht, du hast verstanden, was ich dir heute früh Ui, gesagt habe. Ui, das geht nicht. Das ist, das Problem ist, sie kann nicht zur Polizei gehen. Dann würde auffliegen, dass die ja was miteinander hatten. Deswegen kann sie nicht zur Polizei gehen. Also er kann im Grunde machen mit ihr, was er will, weil er sie in der Hand hat. Das geht nicht. Ich will das nicht und es geht auch nicht mehr. Und jetzt lass mich gehen. Richtig. Hör auf! Aber für einen kurzen Moment hat sie es genossen. Für einen kurzen Moment war so... Hör auf! Du kannst aufhören mit der Show. Hier ist niemand. Keiner beobachtet uns. Was soll das heißen? Ich dachte, du hättest vorhin so reagiert, weil die Bach uns beobachtet hat. Wie bitte was? Nada, die hat uns gesehen? Ja, ich dachte, deswegen hättest du mich so schnell abgewiesen. Ah, okay, er hat sie doch gesehen. Freunde, ich nehm's zurück. Er hat sie gesehen. Kai hat doch Augen im Kopf. Ja, er hat Augen im Kopf. Er hat sie gesehen. Ich hab Natalie gar nicht gesehen. Ich hab die ganze Zeit versucht, dir zu erklären, dass das mit uns nicht geht. Und ich das auch nicht mehr will. Das war der größte Fehler meines Lebens. Richtig. Ich bin nicht die richtige... Kai steht da so. Was bei ihm ankommt, ist so... Der versteht gar nichts. Dem ist das völlig egal. Der checkt das gar nicht. Kai, Junge, mach mal die Augen auf. Schalte mal ein bisschen dein Gehirn an, ja? Lass mal die Zahnräder mal wieder ein bisschen kurbeln, Junge. Und denk mal ein bisschen nach. Für dich. Aber ich will nur dich. Ich will keine andere. Hör auf. Ich hab gesagt nein. Und nein heißt auch nein. Ja, richtig. Richtig so. Und jetzt war...
Kai hat offensichtlich ernsthaftes... Krass wäre jetzt, wenn draußen die Lehrerin gewartet hätte, die andere, ja, Freundin, und hätte gesehen, dass die zu zweit aus dem Raum kommen. Das wäre böse gewesen. Was sagt Ruth Marquardt jetzt dazu? Das ist wichtig. Interesse an Corinna. Sie muss jetzt aber unbedingt standhaft bleiben, damit Kai erkennt, dass sie nichts von ihm will. Mhm. Alles andere wäre ihm gegenüber zutiefst unfair. Mhm. Und ihrem Job auch. Okay, was... Junge, du belästigst die langsam. Der lässt sie ja nicht in Ruhe, Mann. Digga, check's doch jetzt mal, oder was? Was willst du? Wir haben doch alles geklärt. Was vorhin im Klassenzimmer passiert ist, hat nichts zu bedeuten. Geh zu Pia und werd mit ihr glücklich. Sie ist die Richtige für dich. Ich will nicht Pia, ich will dich. Ich liebe dich, ich will mit dir zusammen sein. Das ist mit Ich will mit ihr zusammen sein. Das kann man. Das hört. Ey, sie ist irgendwie, keine Ahnung, wie alt sie ist. Sie ist 34 und hört das von ihrem 18-jährigen Schüler, ey. Scheißegal, ob es verboten ist. Das geht aber nicht. Sag mal, wie oft soll sie das noch sagen? Es geht nicht, Junge. Junge, comprehendo, geht das in deine Matschbirne rein, oder wie? Weißt du, dass du auch was für mich empfindest? Sonst hättest du mich doch vorhin nicht geküsst. Psst, schrei hier nicht so rum. Das darf nicht jeder hören. Ja. Stimmt, sie hat den Kuss auf jeden Fall ein bisschen erwidert. Oh nein, ein Brief. Auf dich dagegen zu wehren. Ui, das ist ein Erpresserbrief. Meine Mutter ist zu meiner Oma gefahren. Komm vorbei, du fehlst mir. Ich will dich sehen. Ah, okay. Also er hat sturmfrei. Ah, Kai hat sturmfrei. Kai hat sturmfrei. Mutti ist Omi besuchen. Da kann die Lehrerin natürlich mal eingeladen. Aber wenn die das jetzt macht, meine dann ist die aber auch sturm. Meine Mutter ist zu meiner Oma gefahren. Komm vorbei, du fehlst mir. Ich will dich sehen. Marienstraße 3. Lacht sie? Hat sie gerade geschmunzelt? Okay, bitte verlier einfach nur deinen Job. Bitte verlier deinen Job und werd nie wieder Lehrerin. Wie kann man so inkonsequent sein? Junge, zieh doch einfach dein... Wie fährt er jetzt hin, ne? Boah, daran kann ich mich echt gewöhnen. Die fährt da echt hin. Corinna, mach's mir doch nicht so schwer. Abends zusammen einschlafen und morgens zusammen aufwachen. Ich mich auch. Oh, super, du hast den Croissant mitgebracht. Danke. Für dich nur das Beste. Übrigens. Das ist auch schon das Frühstück, gell? Die hat bei ihm geschlafen. Die hat bei ihrem 18-jährigen Schüler geschlafen. Einfach die Lehrerin. Prinz, ich habe tolle Nachrichten. Meine Mutter bleibt doch noch ein bisschen länger bei meiner Oma. Ihr geht's anscheinend wieder ein bisschen schlechter. Wirklich? Das ist ja toll. Also nicht, dass deine Oma krank ist, aber dass wir uns hier weiterhin sehen können. Ja, gut gerettet, ja? Ich gebe die Hoffnung wirklich auf bei Corinna. Ich meine, die ist sich ihrer Gefahr bewusst, dass sie ihren gesamten Job verlieren kann, aber nein, es juckt nicht. Juckt nicht. Weiter geht's, Techtelmechtel mit Kai. Ja, das finde ich auch. Jetzt okay. Am Anfang habe ich gedacht, okay, sie war am Anfang einmal kurz schwach, hat ihren Fehler eingesehen, bereut es und will jetzt wieder weiter ein professionelles Verhältnis aufbauen. Aber was jetzt macht, ist einfach nur dumm. So, jetzt hab ich kein Mitleid mehr. Jetzt soll Corinna einfach nur ihren Job verlieren. Kai, hör auf. Kai, Junge. Du musst frühstücken und dann in die Schule. Ich darf nicht so spät kommen. Das ist sogar noch unter der Woche. Ich habe jetzt gedacht, das ist am Wochenende. Nein, das ist unter der Woche. Die muss gleich einfach zur Schule. Die unterrichtet den gleich auch noch. Bei jedem immer so richtig böse und dann bei Kai, was sagst du dazu? Frühstücken wird doch total überbewertet. Ich habe da eine viel bessere Idee. Ui, ui, ui. Sexy, hexy time, Techtelmechtelchen. Ei, ei, ei. Ich muss los. Ich muss noch die Deutschstunde für die 6. vorbereiten. Das ist so weird. Ja, ja, sie muss noch die Deutschstunde vorbereiten. Ich komme gar nicht mehr klar. Soll ich heute einfach schwänzen und nochmal hochgehen ins Bett? Das geht nicht. Oh nein, der überredet jetzt zum Schwänzen. Pass auf, die macht blau gleich. Boah, ich kack komplett ab, ja? Ich würde auch viel lieber mit dir alleine sein. Aber Job ist nun mal Job. Ja, richtig. Ey, die küssen sich auch in der Öffentlichkeit, ne? Also wenn die gesehen werden, ne? Die ist so ihren Job los. Nicht, dass uns hier jemand sieht. Ja, ja, schon. Danke! Danke! Da kommt die auch mal nach drei Stunden drauf. So, ja, es könnte uns ja in einer... In der Öffentlichkeit könnte man ja eventuell gesehen werden. Och. Also das ist doch unerhört. Hier in der Öffentlichkeit, sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht? Sie könnten seine Mutter sein. Die Omi von nebenan, die Ursula. Ich habe gedacht, die hat sie erkannt. Hey, die Lehrerin macht rum hier mit einem... Aber nein, die ist jetzt aufs grobe Alter gegangen. Ja, Alter ist nur eine Zahl. Prinzipiell, wenn das jetzt nicht Schüler-Lehrer-Verhältnis wäre, dürften die ja machen, was sie wollen, so, ne? Was?
Naja, also, ist ja unerhört. Hier in der Öffentlichkeit, das ist widerlich, das ist unanständig, das macht man nicht. Ey, Ursula, du musst jetzt... Also, Ursula, jetzt lass mal bitte hier mal kurz die Kirche im Dorf stehen, Ursula, ja? Wir beruhigen uns jetzt einfach mal alle wieder, ja? Das kann, ne? Ja. Halten Sie die Klappe, nur weil Sie keinen abbekommen, über das Glück anderer... Nur weil Sie keinen abbekommen... Kai, da, der schießt direkt zurück! Der schießt direkt zurück! Herzogin, alte Jungfer... Lass gut sein. Das doch kann aber nicht sein. Das ist doch nicht zu fassen, so frech... Sie müssten mein Sohn sein, ihn... So frech? Also, ja, das war frech, was er geantwortet hat. Aber was sie gesagt hat, ist auch frech, ja. Dass die einfach so beschämt und so, also auf Straße so beleidigt quasi, ja. Also, das ist auch unhöflich, ja. Ursu, Ursi, Urs, wie auch immer ich dich nennen soll. Ich würde was erzählen, das können sie aber glauben. Mhm. Meine Mutter ist zum Glück nicht so eine blöde Kuh wie sie. Sie will, dass ich glücklich bin. Ui. Und diese Frau macht mich glücklich. Das verstehen Sie ja nicht, weil sie hat noch nie jemand geliebt. Ui. Wer soll sie auch lieben? Ui, Kai. Ui. Jetzt platzt es bei Kai aus allen Nähten. Oh, schämen Sie sich. Aber sie hat doch irgendwie recht. Ich könnte wirklich deine Mutter sein. Sie hat recht. Ja, das kann vom Alter her vielleicht sein. Aber, liebe Kind, keine Zeit. Jetzt mach doch keine Gedanken darüber, was die alte Schabracke gesagt hat. Boah. Nur wir beide. Das ist das Einzige, was zählt. Ah, ich muss jetzt auch los. Boah, die ist so dumm, ja. Die ist so hohl. Das ist grausam, so hohl ist die, ja, wirklich. Also, die wollte schon 8-mal jetzt damit aufhören und wird immer wieder schwach. Ja, also... Wann sehen wir uns denn wieder? Ich melde mich. Sie meldet sich. Hey. Ich finde es toll, dass Kai Corinna verteidigt und sich schützend vor sie stellt. Und hoffe sehr für ihn, dass sich Corinna am Ende nicht doch für den Job entscheiden wird. Hä, hey, was? Was? Sie hofft für ihn, dass sie sich nicht für den Job entscheidet? Die soll jetzt ihren Job als Lehrerin weglegen, obwohl der Typ in der Abschlussklasse ist. Der ist doch im Sommer eh raus. Danach können die machen, was die wollen. Was war das denn, Ruth Marquardt? So einfach geht das denn auch wieder nicht, ja? Junge, Ruth Marquardt ist alles Paletti bei dir, oder was? Genau. Freunde, ich komme gar nicht mehr klar auf diese Folge. Ich bin wirklich... Das war's mit dieser Folge. Hilf mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Abo da, wenn ihr nicht in der Magen seid. Ich hab's am Anfang gesagt. Die Hugo hat gebimmelt, Freunde. Das heißt, ihr sollt alle die Glocke aktivieren. Hier könnt ihr auch meinen Kanal abonnieren. Hier könnt ihr mein Instagram abonnieren. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Checkt die auch gerne ab. Und dann sehen wir uns morgen in einer Frische beim neuen Video. Vielen Dank fürs Anschauen, Freunde. Bleibt fresh. Boah, ich hab viel zu viel geredet heute wieder. Haut rein. Ciao.